Hallo, ihr Lieben. Guten Tag. Hallo, Tai. Jetzt habe ich Appetit auf Nudeln. Oh, Dankeschön. geil, ey. Ich auch. Ich auch. So, da ist der Controller, da ist das Smelty Drain. Brauche ich eine Smeltery Drain? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich mache jetzt erstmal die Ausgüsse, oder? Ach, Glas, ich brauche Glas. Aber ich kann hier erstmal ein Casting Table machen. Geh weg. Gusstisch. Warum geht das nicht? Was? Was denn? Die Quarzmühlstein zu bauen. Das weiß ich nicht. Wo soll ich das denn wissen? Ich bin nur eine Frau. Ja, Das halt. wenn nicht du, wer Okay. dann? Bin auch nur eine Frau. Kein Problem, habe ich. Alles schick. Schade, ich dachte, du kannst dich jetzt noch ein bisschen ärgern. Es geht um euer Essen und um meins. Mecker, mecker, mecker. So, Smeltery Drain. Ich habe mal gleich eine Frage, ne? Ja. Warte mal, ich zähle mal die Seiten. Eins, zwei, drei. Nee, warte, ich sehe das ja hier. Nummer, unter der 9 im Buch, ne? Wenn du aufmachst, siehst du ja den Controller, den Tank, die Bricks. Das unter der Nummer 9, Stefan. Das da, unter der Nummer 9. Sag mal, muss ich das anbringen und dann diesen Zapfhahn reinpacken, oder was? Ja. Kann ich dann mein Buch wieder kriegen? Nö. Das war sehr freundlich wieder die Arschgeigen hier, ey. I Gülle. Bitte nicht essen wieder, ne? Essen? Lal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 
Geh weg. So, der rechte Ofen ist frei. Ist doch dein Glück, ey. Es reicht. Quarzmühlenstein, was macht man damit? Unter anderem habe ich damit das Korn gemahlen. Ach so. Also es ist quasi ein Pulverizer. Aha. Muss man halt per Hand das Zeugs zerreiben. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Fehlt nur noch die Werkzeugesse und dann ist eigentlich gut. Eigentlich könnte ich noch ein paar Schablonen erstellen, oder was sagst du? Ja. So. Was ist da gerade in mich reingefallen? Sollte nicht in dich reingefallen sein, habe ich mir geholt. Achso. Das fermentierte Zombiefleisch. Na, wenn es schmeckt, bitte. Nein, schmeckt nicht, aber es verhindert, dass man verhungert. So, wie sieht's aus? Sand? Wobei, die Ecken kann ich ja eigentlich... Stefan? Diese Ecke hier, vor der ich stehe, die kann ich doch eigentlich abmachen, oder nicht? Die? Ja. Die Außenecken werden nicht benötigt. Naja, deswegen... Gut. Gut, dann haben wir jetzt mal ein bisschen gespart hier. Ey, da hat er. Okay, ist denn alles klar da? Ja. Okay, ich brauch fuck Sand, ey. Ach, den Tank ja auch noch. Ja, genau. Aber ich brauche hier nicht vorne die, hier dieses Glas, wo man in die Schmelze reingucken kann. Brauche ich ja gar nicht, oder? Nö. Also brauche ich nur ein Glas. Da steckt irgendwie ein Pfeil drin. Ob es hier irgendwo Sand gibt? Ja. Gibt es. Ich meinte hier unten. Ich hab doch Sand mitgebracht. Hast du da unten drin? Hast du Sand? Ich hatte den nicht in die... Nö, da ist kein Sand drin. So, machen wir mal das hier raus. Und probieren wir mal. Das geht nicht, das geht auch nicht. Okay, in dem Quarzmüllstein kann man keinen Stein zusammenmalen. Schade. Doof. Da ist Toastbrot übrigens drin hier am Dings. Ja, ja, ich habe bloß gerade meine Reserven mal ein bisschen geschmälert. Du hättest deinen Holzwall ruhig so weit bauen können, dass das Feld mit drin ist. Ja, hätte ich machen können. Wo ist denn das Feld? Dort. Ja, kann ich machen. Ich war bloß... Es ist ja immer noch Nacht, deswegen... war ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich das jetzt durchziehe oder nicht. Ja. Wir sollten uns hier auch nicht zu sehr darauf verlassen, dass wir hier safe sind. Sind wir auch nicht, weil wir sind in einem Berg drin. Die können also von oben trotzdem kommen. Richtig. Aber es hält zumindest erstmal ein bisschen was ab.
Huch, was ist da? Wollen wir davon sprechen? Wow, was bist du denn? Macht mal bitte immer die Türe auf. Ich hab da gerade Besuch, der Meinung ist, er müsse mich unbedingt hauen. Was machst du denn hier? Die Tür zu. Komm rein. Aua, aua. Danke. Was meinst du? Sie Arschloch. Ja, wird wieder hell. So, wo gab's jetzt Sand? Auf der linken Seite den Berg runter. Da ist ein Pfütze und da gibt's auch Sand. Erstens das und zweitens ist dort auch ein Fluss, wo... Wo ist das? Wo kommt dieses Geräusch her? Ach, was willst du denn? Na, auch schön. Solche hässlichen kleinen Mistviecher. Ah. Ups. Was upst du? Oh, nein, nein. Ach, ich habe hier nur Salz weggegraben und drunter hat sich eine Lavahöhle aufgetan. Ach, schön. Das habe ich mir auch gedacht, genau. Und da haben wir wieder einen Stein drauf gesetzt. Da unten sitzt ein Creeper. Das ist doch gut. So, ich habe mir jetzt selber Sand geholt, ihr Knalltüten. Ja. Cool. Selbst ist die Frau. Schnauze, ey. Die ist doch gut drauf. Ey. Ihr wollt doch hier die Tinkerschmelze, ey. Was heißt denn, wir wollen die? Ja, ich kann... Ich bin eine Prinzessin, ich hab Fäuste, ne? Arschloch. So, jetzt mach ich aber schnell den Tank. Das war nicht in diesem Buch. Natürlich nicht. So, Fruta, Frata, Fita, Fata, Fata. Geh mal weg da jetzt. Bipara, parapo. Was ist hier für ein blöder Fluss? Im ganzen Fluss kein Zuckerrohr. Doch, da so. War für uns welcher. Jetzt noch Lava und dann bin ich zufrieden. Dann laufe ich den Fluss hier wohl in die falsche Richtung lang, weil ich habe hier bis jetzt keinen gesehen. Aber ich muss doch die Schmelze oben zumachen, ne? Nein, musst du nicht. Nein, die kann offen bleiben. Okay. Jungs, fertig. Boah, dann kannst du Lava holen. Von wo? Ich hab die... Wir haben drüben Lava, da, Lavasee. Was? Ja, warte. Ja, haben wir irgendwo Eisen rumliegen? Ich hab einen Eimer in der Truhe gefunden. Sag mir nur, wohin. Ja, dann los, komm mit. Da baut er hier einen Schutzwall erstmal hin, oder was? Ich bin ins Wasser gefallen. Laufen Sie vorsichtig. Nein. Ich wollte dich noch... ich habe gerade Lava aufgesammelt. Wo ist die Lava in meinem Eimer? Jetzt. Assig, ey. Toll.
Pass auf, ich habe einen Eimer mit Lava. Ich kann ihn auch einmal kurz über dich ausschütten. Heiß und fettig. So, Lava ist drin. Soll ich die Eisenbarren, die ich habe, da reinschmeißen? Das wo rein? Die Eisenbarren? Ja, nee, ne? Nein, die Barren nicht, aber das Erz, das noch da ist. Welches Erz soll denn da zuerst rein? Na, Eisen. Haben wir hier noch Eisenerz? Damit wir doppeltes Eisenerz, also doppeltes Eisen produzieren, um bessere Werkzeuge zu haben. So, ist drin. Beziehungsweise mehr Werkzeuge produzieren zu können. Gut, dann hole ich mal noch ein bisschen Lava, oder? Ja, das wäre durchaus sinnvoll. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Aua. Was hat mich hier angegriffen? Das weiß ich doch nicht. Du wirst ja wohl verdient haben, oder? Nein. Warum ist da eine Fackel im Boden? Und hinter dir ist auch eine? Ich habe mal ein paar Fackeln gesetzt, damit hier ein bisschen der Innenhof ausgeleuchtet ist. Ja, er reißt ja alles ab. Doch mal ruhig. Da ist ein bisschen Zuckerrohr. Ein dummes Schwein. Warte mal. Wie mache ich nochmal Duraluminium? Nein. Für Duraluminium ist es aktuell noch viel. Ja, was muss ich denn herstellen, damit ich einen Barren machen kann? Oder einfach einen Barren in den Tisch reinlegen? Nee, brauchst du Aluminium. Das machst du mit Aluminium und Zinn oder sowas. Ich glaube, du musst erst einmal Eisen einschmelzen. Eisen ist schon drin. Ja, und das Eisenwerkzeug, dann... Ach, nee, stimmt. Duraluminium müsste man eigentlich auch mit Steinwerkzeug dann machen können. Moment. Aluminium, musst du nachgucken. Was? Ja, ich gucke gerade. Tinkers Waffen. Erbsen. Sojabohnen. Ja. Geht doch. Da steht doch gar nicht, wie ich Duraluminium machen kann, die alte Kacke, ey. Irgendwo in deinem Buch müsste das drin sein. Quatsch, drück doch mal E, gib unten Duraluminium ein und dann guckst du, wie das hergestellt wird. Duraluminium. Dreimal Aluminium und einmal Kupfer. So, Kupfer habe ich. Ja, geh mal weg da, ich regel das. Aluminium müsste auch ein bisschen was da sein. Hatte ich auch schon ein bisschen. Das ist Zinn, Kupfer. Also ich habe jetzt Kupfererz und das Aluminiumerz. Gut. So, Jungs, geht los. Ich hole noch mal. Ich brauche mal ein bisschen Brot hier. Ach ja, siehste. Wer ist denn da ins Feld reingesprungen? Ein Creeper. Ach, wie blöd. Hä, wo ist denn das Toast? Ach, hier. Aua. Och Mann. Ich könnte natürlich Obsidian herstellen, ne? Mit dem bisschen Lava, was da ist, aber das traue ich mich gar nicht mit der Lava da. Das würde ich jetzt auch nicht machen, weil wofür brauchen wir jetzt schon Obsidian? Eben. Mal davon abgesehen, können wir es noch gar nicht abbauen.
Stimmt. So, Aluminium. So, wir haben Duraluminium. Wie mache ich denn das jetzt? Soll ich irgendeinen Barren, den ich... Nee, warte mal, wie macht man das? Ach, nee. Du nimmst doch, irgendeinen... Du kannst hier irgendeinen Barren nehmen. Hier ist ein Zinnbarren zum Beispiel. Ich hab... Hast du gespolstert? Na, du hast noch gar kein Gold. Brauchst ja auch kein Gold. Brauch ich auch nicht. Na klar, für die Form von Barren brauchst du Gold. Dafür nehmen wir das Duraluminium. Das ist viel billiger als Gold. Geh mal weg da. Ja. Okay. So, siehst du? Fertig. Fertig. Wir haben eine Form. Ja, wunderbar. So, dann würde ich jetzt erstmal das Eisen durchballern, oder? Ja. Ich hätte gerne so eine Tic-Tac-Uhr. Ja, wenn du Redstone besorgst. Ich hätte gerne überhaupt erst mal Eisenwerkzeuge. Ich renne immer nur mit Stein rum. Ja, es kommt ja jetzt Eisen. Aber also es für ist... die ganz, ganz wichtigen Sachen habe ich jetzt eine Eisenbeck gebaut. Ansonsten arbeite ich auch mit dem Steinwerkzeug, weil es billiger ist. Hier oben ist eine Truhe. Ich pack jetzt trotzdem die Eisenbarren mit in diese Truhe zu dem Essen rein. So. Okay. Oh, ist schon wieder Sonnenuntergang. Keine Knochen mehr aufgetaucht. Okay, schade. Ich habe noch einen. Hör auf, dir am Bart zu kratzen. Tai, du hast meinen Knochen. Schmeiß dich raus. Hol ihn dir. So. Ach, jetzt ist es ja dunkel. Blöd. Oh, ich freue mich so über die Ender-Lilies. Oh, meine Güte. Ehrlich. Das ist natürlich nur langweilig, hier rumzustehen und... Oh. Und... aufzunehmen, wie man das Eisen abschöpft, ne? Hui. Aber auch das gehört dazu. Wir könnten doch... Könnten wir nicht eigentlich schon mal bemooste Steine herstellen? Nee. Doch. Wofür? Na, Moos für Selbstreparatur auf dem Tinkerwerkzeug. Ach so. Ja, kannst du machen. Langweilig. Langweilig. Ja, so ist das bei einem Neustart nun mal. Langweilig. Langweilig. Und jeder, der es nicht sehen will, kann da wegschalten oder Warte mal, wie mache ich denn hier so ein Chiselmissel? Nimmst du eigentlich gerade auf? Ja. Okay. Meißel? Na, ich war mir nicht mal sicher, ob du noch eine Folge gestartet hattest. Klar. Huch. Was huchst du mich hier an? Läuft hier so ein Straightfutter durch ein Blatt durchs Bild. Ein Stock. Ein Eisen. Ach, ich hab hier keine Fackeln mehr. Welchen Stein muss ich nehmen? Irgendein Pflasterstein oder Bruchstein für Moos? Bruchstein. Eigentlich einen gebrannten Stein, soweit ich weiß. Was? Nee, keinen normalen Stein. Kann ich nicht Bruchstein. Pflasterstein einkochen? Ja, ne? Ich glaube, es sind Pflasterstein. Ja, die kann es einkochen.
einem Pflasterstein kannst du aber keinen bemoosten Pflasterstein schüsseln. Was dann? Nee, ich will ja den Stein kochen und dann schüsseln. Ja, aus dem gebrannten Stein kannst du den bemoosten schüsseln. Ja, das meine ich ja. Hab aus ich dem grad... Pflasterstein, ja, aus dem Pflasterstein könnte man auch bemoosten Stein machen, aber nicht mit dem Schüssel. So, oh, wir haben ganz viel Eisen noch, geil. Aber wir brauchen langsam mal wieder Lava. Du schmilzt gerade noch Eisen ein, ich habe hier noch... Ach du Schande, das Ding ist ja schon wieder voll, da ist schon wieder alles drin. Ich habe ja noch ein minderes Eisenerz. 54. Wunderbar. Schmelze ich mal mit dazu. Mhm. Müsste auch noch mal ein paar Barren geben. Nicht viele, aber ein paar. Grünschiefer. Sechs Barren müssten es dann sein. Toll, der Grünschiefer, den kann ich nicht schisseln. Nein. Dann habe ich wieder irgendwas verkehrt verstanden. Welchen Stein soll ich jetzt brennen? Den ganz normalen, ich brenne dir Bruchstein. Danke. Das 5 Stück habe ich hier, du brauchst aber 9. Okay. So, 20 Eisenbarren haben wir ja schon mal. Eine Rüstung wäre auch nicht verkehrt, oder? Wenn wir irgendwo Schnecken finden oder so, müssen wir die mal klatschen für die Schleimbälle, ne Stan? Schnecken klatschen, das klingt irgendwie falsch. Naja, gib dann Schleimbälle. Ja. Kann mal jemand dem Werwolf da draußen die Schnauze stopfen da? Wenn du Gold findest. Mmh. 28 Eisenbarren. Warum steht Stan da einfach nur doof rum? Weiß ich nicht. Stan stinkt nach Kaka. Stan stinkt nach Kaka. Ich werde mir jetzt eben mal für die Werkzeugesse jetzt, lass mich erst gucken, was ich dafür brauche, werde ich mir jetzt erstmal die Eisen... War das hier drinne? Du willst gleich einen Hammer haben, oder? Ja, natürlich. Wer nicht? Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. Zwei Tonblöcke. Kohle. Oh, das kann jetzt knapp werden hier mit dem Eisen. Das wird knapp. Ja, dann macht das vielleicht besser doch nicht. Achso, ja, Hammer. Ja, sonst müssen wir weiteres Eisen suchen gehen eben. Ja. Packe ich ja mal mit rein. Das, was ich dafür noch benötige. Also wir haben jetzt hier in der Kiste 47 Eisenbarren. Ja, 9 Stück brauchst du für einen Block. Mir fehlen noch 2 Blöcke. Ja, es sind 18 Eisenbarren. Wenn du 47 hast, dann
Sollte das auf jeden Fall funktionieren. Der Ofen geht eh nicht mehr, weil wir haben keine Lava mehr. Dann musst du warten, bis hell ist und neue Lava holen. Also du kannst ja die Barren so zu Blöcken craften im Table. Okay. Neunundzwanzig haben wir noch übrig. Could be my one and only. Ach so, den hier. So. So, Werkzeugesser haben wir auch. Gut. Wird hell? Das ist gut. Hop, hop, hop. Lal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